Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Two Point Campus. Ja, ich bin draufgekommen, wie man hier Grundstücke kaufen kann. Hier geht man drauf und dann kann man hier Grundstücke kaufen. Hier sieht man es. Und da wäre natürlich jetzt nur die Frage, welches Grundstück kauft man? Das ist das hier, das ist das und das ist das. Und ich würde mal sagen, da nehmen wir doch das Grundstück 3, wenn man es kaufen kann. Wenn man es kaufen kann, dann kaufen wir es. Wenn wir das hier jemals schaffen. Okay. Vielleicht auch hier drauf. Mit Gebäuden. Leer natürlich. Willkommen zum Ende der heutigen Show. Wow, wie die Zeit vergeht. Ich habe das jetzt nicht getimt, aber wenn ich es hätte, dann wüsste ich, dass ich 35 Sekunden zu früh fertig bin. Ich bin Maggie Watmore und ihr hört mich morgen wieder. Tschüss für heute. Hausmeister bei den WCs benötigt. Okay. So, da haben wir wieder unser neues Grundstück. Dauert immer ein bisschen. Jawohl, und flupp. Der Campus wird erweitert, sogar noch mehr als gewöhnlich. Jo. Genau. Das haben wir geschafft. Ich stoppe jetzt mal kurz, weil wir brauchen ja hier eine Mauer. Und der Zaun ist natürlich klar, dass wir hier, wie schauen hier diese Dinger überhaupt aus? Das ist ja auch nicht alles einfach rechteckig, sondern auch immer Wiese dabei und noch irgendwas. Das sind die Pfade. Ja, ich habe hier dann mal, hier geht's rein. Hier mal am Pfad durchziehen. Okay. Oder das sind die Vorlagen. Nee. Ah, okay. Okay, der passt schon besser. Und jetzt, was ist das? Linien. Ja, was es nicht alles gibt. Und jetzt stoppe ich mal kurz, damit ihr nicht warten müsst oder bei meinen suchen zuschaut. Ich mach mal kurz einen Zeitsprung. Ah, ich hab's gefunden. Campusgebäude. Genau, da können wir hier mal jetzt so ein Gebäude hierher platzieren. Hier den Eingang. Zack. Genau, dann wird das Ding hier gebaut. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Der Campus hat ein neues Gebäude eröffnet. Ist das nicht wunderbar? Ja, ist es nicht herrlich? Und jetzt, da haben wir natürlich jetzt viele, viele Forschungsstationen benötigt. Okay, benötigt Wissenschaftslabor. Alles klar, dann werden wir jetzt als erstes einmal ein Wissenschaftslabor bauen. Bauen wir jetzt einmal ein neues Wissenschaftslabor. Und jetzt haben wir ja Platz. Das kann man jetzt mal etwas größer gestalten. Genau, damit wir hier auch anständig Platz haben. Das ist ja jetzt Murmelpendler.
Können wir gleich mal unsere Aufgaben hier erledigen. Murmelpendel, nee, nicht hier. Zack. Okay, das können wir jetzt auch mal freischalten. Diesen Tisch. Was haben wir dann sonst noch? Da haben wir nicht genügend Punkte. Da haben wir nicht genügend Punkte. Da nicht. Und da brauchen wir natürlich jetzt Freizeitraum dann wieder. Aber jetzt werden wir natürlich den erstmal noch komplett aufstellen. Okay. Poster natürlich. Jawohl. Dann passt das schon mal. Ich glaube, da braucht man ja eigentlich niemand großartig. Das ist ja hier das Labor, das wir mal nutzen können oder jetzt auch wahrscheinlich nicht nutzen. Okay, das wäre das dritte. Im Moment wird es noch nicht genutzt, aber braucht man vielleicht irgendwann mal. Okay. Genau, den Spieltisch. Okay, jetzt schauen wir mal, was das hier für ein Raum wieder ist, wie der Raum heißt. Aufenthaltsraum. Okay, machen wir natürlich hier einen schönen großen Aufenthaltsraum. Kicker. Mit Innentisch. Zwei Innentische. Natürlich hier mit dem berühmten Plattenteppich. Hier auf der Seite die Kochzelle, sagen wir mal so, hier mit Kühlschrank. Die Dart-Aktion. Okay. Und hier den Spieltisch. Ihr hört Ricky Hawthorne. Okay, und hier brauchen wir überall Punkte. Das lassen wir einfach mal laufen. Guten Tag, ich bin Ricky Hawthorne und heiße Sie herzlich willkommen. Auf der Fahrt zum Studio wurde ich heute von einem Auto voller Jungspunde, Hallodris und Heißspornen überholt. Sie riefen mir irgendetwas zu und schienen dabei mächtig Spaß zu haben. Daher wollte ich, auch weil ich sonst nicht viel geplant hatte, diesen jungen Leuten Tribut zollen, indem ich ein paar Geschichten aus meiner eigenen Glanzzeit erzähle. Hausmeister bei den WCs benötigt. Da sind wir hier, soweit ich das dann sehe, kurz davor Campusstufe 12 zu erreichen. Können wir natürlich hier mal auch gleich... Ah, da kommt der Erste. Schauen wir mal, was er treibt. Achso, das war sein Ding. Jawohl. Sehr schön. Unkrautbefall haben wir natürlich wieder. Bilanz ist positiv. Das passt.
wenn mich in Ziele nicht erreicht. Man kann nicht immer alles erreichen. Die Universität schenkt euch aber ja, super Noten. Aussichten, überschattet von Schulden. Gemüsekiosk. Ja. Aber jetzt haben wir immerhin diese obere Aufgabe erledigt. 10 Vorlesungen mit Note A. Ich wollte ja hier ein paar noch Automaten hier aufstellen. Das Jahresende naht. Ihr könnt immer noch durchstarten. Okay. Da kommt schon wieder einer. Schauen wir mal, was der hier will. Der wollte dieses Ding hier haben. Da ist er einigermaßen zufrieden jetzt. Okay. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens, ist eine Errungenschaft, die wir erhalten haben. Und wir können jetzt die Auszeichnungen uns anschauen. Machen wir natürlich jetzt. Und das Jahr 3 ist vorbei. Juhu! Alle haben bestanden. 10-mal Abschlüsse, das waren ja unsere ersten. 49 bleiben da. Durchschnittliche Note A, also 1. Belohnungen daraus. 68 Studentenbeziehungen gibt's. Auch wieder Belohnungen. Attraktivität der Umgebung. Zimmer ist auf 4. Bekommen wir auch wieder ein bisschen was. Genau. 10-mal Abschlüsse. Sehr gute Noten, sehr beliebt, sehr viel Prestige und zwischenmenschlich passt es auch. Kurze Info für alle Zuhörer, die nichts über meine prägenden Jahre wissen. Ich bin in Two Point County geboren und aufgewachsen und habe die Two Point University besucht, wie sie wohl auch heute noch heißt. Doch bevor ich Sie mit meinen erstklassigen Anekdoten verwöhne, gönne ich Ihnen erst noch einen absoluten Gassenhauer. Okay, absoluter Gassenhauer. Aber ich würde jetzt sagen, wir brauchen unbedingt noch Hausmeister. Weil hier liegt ein Haufen Zeug rum. Ungerade entfernen. Soll er doch mal machen. Und ich stelle hier fest, für die nächste Campus-Aktion brauchen wir hier noch ein VR-Labor. Jo, das ist ja, sollte kein Thema sein. Das schaffen wir, Geld haben wir mehr als genug. VR-Labor, zack. Auch mal ein bisschen größer, ein bisschen großzügiger. Plätzchen rein, noch ein Poster an die Wand, wird man natürlich die 4 ohne Probleme erreichen und sollte man auch. Okay, super. Jawohl. Und den Dozenten sollte man auch noch holen. Schauen wir mal, das sind die Dozenten. Natürlich die VRler. Der ist ein schlauer Kopf. Den holen wir.
Und jetzt schauen wir mal. Da gibt es nur mehr normale. Okay. Holen wir die normalen. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Das können wir hier, es gibt nichts Neues. Die Sommerpause können wir das Folge hier auch starten. Zeit für Bauarbeiten. Ich meine ja nur. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Der Stundenplan ist jetzt verfügbar. Plant euer Leben entsprechend. Die Jahresendwertung gibt es jetzt. Das hätten wir doch jetzt alles erledigt. Anscheinend auch noch ein paar. Wenn es ums Essen geht, sind die einfachsten Dinge manchmal die schönsten. Heute habe ich natürlich das große Glück, die verschiedensten Speisen zu genießen. Vom Hühnchensandwich bis hin zu Nudeln aller Längen und Formen. Ich werde aber... Vielleicht können wir mal, wenn wir hier auf Schnellladen gehen, dass er dann das checkt, eventuell, dass wir hier die 3 Sterne haben. Das wäre natürlich schon gut. Das noch komplett abzuschließen, dann könnte man gleich weitergehen ins nächste Szenario. Aber ich sehe es ja, dass wir hier durch sind und dann sollte ja das dann damit passen, weil wir wissen es ja. Ich hatte hier eigentlich nicht von allzu viel Bugs gelesen oder gehört. Erinnerung an alle Studierenden. Manche Noten solltet ihr persönlich nehmen. Ach, verbessere einen Studiengang auf 4, das fehlt noch. Ich dachte mir schon, das ist ein Bug. Ja, das kann man natürlich klar. Die Studien. Aber das können wir nicht. Auf 3 haben wir erst. Dachte mir jetzt, das ist irgendwie ein Bug, aber ist schon richtig so, dass die 3 Sterne wir erst bekommen, wenn wir einen Studiengang auf 4 hochsetzen können. Und dazu brauchen wir dann noch Studiengangpunkte. Personal wird daran erinnert, dass Hunde keine Hausaufgaben fressen. Und die werden wir sicherlich hoffentlich bald erhalten. Hier können wir noch nichts machen. Und ich beende damit die Folge. Haben wir einiges noch geklärt und hier vor allen Dingen mal ein etwas, der ist zwar ein bisschen überdimensioniert, aber jetzt endlich einmal einen größeren Bereich ausgewählt. Und den nutzen die ja auch. Genau, man stellt ja fest, es ist ja Wahnsinn, was man hier schon alles braucht mittlerweile. Jo, prima. Alles klar dann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.